Ich habe die Freude, heute einen Gast aus Österreich zu begrüßen, nämlich Bernhard Gruber. Er ist Permakulturlehrer und hat den Vortrag mitgebracht: Permakultur oder wie füllen wir unsere Einkaufswegen in Zukunft? Und er wird die nächste ganze Stunde sozusagen uns oder dafür nutzen, uns das Konzept von der Permakultur näher zu bringen und sozusagen, was er darunter versteht und was so seine Aktivitäten darin sind. Und damit würde ich dir das Mikrofon übergeben, Bernhard. Herzlichen Dank für die kurze Vorstellung. Normalerweise spreche ich nicht gerne mit Mikrofon. Normalerweise ist es eine sehr kräftige Stimme und kann den Saal erfüllen. Nur da hinten ist, glaube ich, die Akustik nicht unbedingt ideal. Willkommen zu meinem Vortrag über Permakultur. Ich selbst bin aufgewachsen am Stadtrand von Wels. Wels liegt ca. 100 Kilometer südlich von Passau, damit das ein bisschen einen geografischen Bezug habt. Und mein Vater macht Permakultur seit Anfang der 1990er Jahre und ich bin circa im Jahr 2004 dann so richtig draufgestoßen, einmal auf die Sache. Ich habe es immer so im Hinterkopf gehabt durch meinen Vater, aber es hat einfach gedauert. Und ja, jetzt sage ich, ich mache das, was mir Spaß macht, denn ich mache Permakultur. Ich versuche, Leute zu investieren, ihnen die Permakultur näher zu bringen. Das ist so mein großes Ziel, aber nicht missionieren, sondern eher den Leuten wieder eine Vision mitzugeben. Ich habe selbst ein kleines Projekt mit 5.700 Quadratmetern. Da bin ich gerade dabei, einen Waldgarten aufzubauen mit einem großen Anteil an Wasserfläche, ca. 800 Quadratmeter Wasserfläche. Permakultur ist den meisten Menschen bekannt durch einen weiteren Österreicher, durch einen Sepolzer. Und das ist aber eigentlich zu wenig, wenn man es nur auf die Landwirtschaft runter reduziert. Wenn wir gleich hören, es geht eigentlich um alle Lebensbereiche. Und Permakultur soll eben nicht nur eine permanente Agrikultur sein, sondern überhaupt eine permanente Kultur. Den Schritt dahin müssen wir wagen, eben eine dauerhafte Kultur zu werden. Der ursprüngliche Gedanke der Permakultur kommt von zwei Australiern, vom Bill Mollison und von David Holmgren. Und ihr erstes Buch, das sie herausgegeben haben, das war noch sehr landwirtschaftslastig. Doch haben sie schnell bemerkt, dass wir nicht die Verantwortung auf die Landwirtschaft abschieben dürfen, sondern jeder Einzelne von uns muss einen Beitrag leisten. Das ist ganz wesentlich. Alles gärtnert, ist so ein Schlagwort und nimmt Anteil am Geschehen. Ja, da haben wir schon Bill Mollison. Er hat auch eben gemeinsam mit David Holmgren Bücher verfasst und dann ein größeres Buch auch noch herausgegeben. Das nennen wir so die Permakulturbibel. Das ist so, was ist so 7 Zentimeter starkes Buch. Sehr interessantes Buch. Er hat darin alle guten Ideen aus der ganzen Welt mehr oder weniger zusammengetragen und auch eigene Erfahrungen. Also es sind sehr profunde Dinge, die da drinnen stehen und die sind auch weltweit anwendbar. Es sind da Ideen drinnen für alle Klimazonen gesammelt. Mit dem Buch kann man rausgehen und kann sozusagen starten. Ja, der Bill Mollison hat auch bereits im Jahr 1983 den Alternativ-Nobelpreis verliehen bekommen. Es hat aber dann noch eine Weile gedauert, bis die Ideen der Permakultur zu uns in den deutschsprachigen Raum gekommen sind. Es wurde jedoch vor jetzt mittlerweile 27 Jahren wurde schon die Deutsche Permakulturakademie gegründet. Aber es braucht nicht alles, gut Ding braucht Weile. Lassen wir es mal so stehen, die Sache. Permakultur ist sehr vielfältig und es ist nicht abgeschlossen. Das heißt, man kann immer wieder was dazu addieren. Es ist kein Dogma. Es gibt zwar Prinzipien, nach denen man arbeitet in der Permakultur, aber es hat nichts mit Religion zu tun oder mit Dogmen. Es ist nichts abgeschlossen, es ist kein abgeschlossener Bereich. Und ganz wichtig eben, die Grundlage ist einmal unsere Ernährung. Das ist ganz wesentlich. Und unsere Ernährung, die soll unbedingt eben gentechnikfrei sein. Es darf kein Patent auf Leben geben. Saatgut muss für alle Menschen zugänglich sein, frei zugänglich, ohne Patente.
Die Ernährung ist grundsätzlich, liegt der Schwerpunkt bei der Ernährung bei mehrjährigen Früchten. Das heißt, alles, was ich einmal pflanze und was dann immer wieder von selbst kommt, beziehungsweise sich auch selbst aussät. Dann geht es natürlich auch um die Erhaltung alter Gemüsesorten, alter Haustierrassen, Bienenzucht, natürlich auch ganz wichtig. Die Bienen, ganz wichtig für die Bestäubung unserer Früchte. Ja, genauso Aquakultur und auch bis hin zu Agroforstsystemen. Der weitere Punkt nach der Ernährung ist die Energie. Man, an sich ist eigentlich auch Ernährung Energieproduktion. Energie zieht sich durch das ganze Thema der Permakultur. Und es geht nicht nur um, wie können wir mehr und mehr und mehr Energie gewinnen, sondern eigentlich, wie können wir Energieverschwendung vermeiden. Wie können wir unseren Energieverbrauch reduzieren. Das ist auch ganz wichtig, dass man eben auch wieder mal aufs Vorarl obersteigen sozusagen. Permakultur heißt nicht zurück zur Natur hinauf auf die Bäume, das ist eigentlich nicht das Ziel, sondern einfach wieder ein naturverbundeneres Leben und weniger Energie verbrauchen. Das wäre eigentlich so das Ziel. Natürlich haben wir viele Möglichkeiten. Sonnenenergie steht uns in großem Maße zur Verfügung. Windenergie haben wir. Wasserkraft haben wir. Nur müssen wir immer bedenken, kleine Strukturen, dezentrale Strukturen sind viel effizienter als große Einheiten. Und vor allem mal eine kleine Struktur aus, dann ist der Schaden nicht so groß, wie wenn irgendwas Großes ausfällt. Also so sind wir einfach durch Vielfalt immer rückversichert in allen Bereichen. Sei es bei den Lebensmitteln, von der Lebensmittelvielfalt her, wenn wir uns da, wenn wir einfach in die Vielfalt reingehen, in die Biodiversität, sind wir rückversichert. Und auch bei der Energie ist genauso. Weiterer Punkt in der Permakultur ist die Architektur. In unseren Breiten öffnen wir uns zur Sonne hin, wir öffnen unser Haus zur Sonne, wir lassen die Sonne in den Wohnraum rein, passiv-solare Bauweise. In anderen Ländern wiederum muss man sich natürlich der Sonne verschließen, wie in Afrika. Da natürlich schaut man, dass man mit regionalen Ressourcen arbeitet. Wenn man in einer Gegend lebt, wo es viele Bäume gibt, dann baut man eben Holzhäuser. Wenn man in einer Gegend lebt, wo es viel Stroh gibt, dann baut man Strohballenhäuser. Strohballenhäuser werden so lange gebaut, seit es eben Strohballenpressen gibt. Das älteste Strohballenhaus in Deutschland steht irgendwo im Norden oben. Und das ist bereits 110 Jahre alt. Also da braucht man sich keine Sorgen machen darüber, dass diese Häuser nichts aushalten. Sie werden sehr alt. Natürlich braucht man dann außen drauf nur einen Lehmverputz. Das Haus, was wir da sehen, das ist noch nicht verputzt. Ja, und wenn wir natürlich viel Abfall haben, dann müssen wir auch schauen, wie wir mit dem Abfall arbeiten. Dann kann man natürlich auch Häuser aus Abfall bauen. Da sehen wir rechts unten. Ein Earthship Building, eben gebaut aus Abfällen, gibt es um die 2.500 bis 3.000 solcher Häuser in den Vereinigten Staaten, wo es eben wirklich sehr viele Abfälle gibt, die nicht rezykliert werden. Und so stehen diese Abfälle als Ressource, als Baustoff zur Verfügung. Hauptbestandteil solcher Häuser sind meistens Autoreifen, die mit Erde befüllt werden und da ganze Wände aufgeschichtet werden und eben diese Wände dann mit Lehm verputzt, weil Lehm lässt keine Stoffe durchgehen. Nur bei uns werden Autoreifen nicht als Baustoff zugelassen. Also das ist bei uns das Problem. Weiterer Punkt, jetzt haben wir eben gehabt, erstens die Ernährung, zweitens die Energieproduktion. Weiterer Punkt ist dann, sind die menschenfreundlichen Technologien. Also keine neue Sklaverei. Es soll nicht so werden, wie wir es da auf dem Foto haben, bitte. So weit dürfen wir nie wieder kommen. Also wir wollen uns schonen, wir wollen Arbeit machen, die Spaß macht. Und da sage ich auch immer dazu, Permakultur kann nur nachhaltig sein, wenn sie Spaß macht. Sie soll den Menschen Freude bereiten und sonst bringt es eigentlich nichts. Das ist das Allerwichtigste. Das sagen auch viele Leute, wenn sie einen Baum ansetzen, wenn sie ihre Salatpflanzen pflanzen, ich tue es dann nicht, wenn der Mond passt, sondern wenn ich gut gelaunt bin.
denn dann gebe ich der Pflanze viel mehr Gutes mit, als wie wenn der Mond passt. Und die Leute, die mir das erzählt haben, also bei dem einen Freund, von dem es war, funktioniert das eben wirklich sehr gut. Ja, natürlich dürfen wir das alte Handwerk nicht vergessen, ist auch ganz wichtig, eben zum Beispiel Korbflechten. Nur als Beispiel, ein Korb hat man ein Leben lang. Also nicht nur das Leben eines Korbes, sondern auch eine Menschenspanne lang kann man einen Korb haben. Aber wenn wir unser Plastiksackerl vor Augen halten, mit einem Plastiksackerl, mit einer Tüte, also bitte, wenn es mich nicht versteht, dann rührt sich bitte. Das Schönsprechen fällt mir oft nicht so leicht. Also wenn ihr eine Tüte habt, könnt ihr dreimal damit einkaufen gehen mit der Tüte und dann ist die Tüte aber am Ende. Das ist die Sache. Und mit einem Korb, den hat man sein Leben lang, den kann man auch reparieren. Das ist eigentlich das Wesentliche. Und daher müssen wir auch schauen, dass wir solche Sachen erhalten. Und wir sollen uns aber auch neuen Techniken nicht verschließen, weil Laptop ist natürlich auch eine super Sache. Ich habe Plakate, von denen kann ich auch den Vortrag halten. Mit einem Plakat halte ich euch auch den ganzen Vortrag, ist auch kein Problem. Natürlich ist es mit Beamer und Laptop ist natürlich auch nett. Also soll man sich solchen Sachen auch nicht unbedingt verschließen. Vor allem, es werden ja übers Internet nicht nur schlechte Sachen verbreitet, sondern auch oft sehr gute Sachen sehr schnell verbreitet. Dem müssen wir uns ja bewusst werden. Ja, und noch ein ganz ein wesentlicher Punkt in der Permakultur ist die Kooperation. Es geht in der Permakultur nicht um jetzt autark zu werden, um ein Selbstversorger zu werden auf seiner Insel oder auf seinem Berg, sondern es geht darum, Kooperationen zu schaffen, miteinander zu arbeiten. Das ist ganz wesentlich. Gemeinschaften zu bilden. Nur so kommen wir in eine neue Zeit rüber. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir auch wieder erkennen, dass wir aufeinander angewiesen sind. Was für Kooperationsmöglichkeiten gibt es? Gerade vorher war ein Vortrag über CSA, Community Supported Agriculture. Wir bei uns bezeichnen in Österreich, da gibt es einen deutschen Namen, hat man bei uns gefunden in Österreich, ich weiß nicht, ob der in Deutschland auch gültig ist, GELA, gemeinsam landwirtschaften, sagt man bei uns dazu. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man miteinander kooperieren kann, wie man sie lokal seine Lebensmittel produzieren kann. Dann natürlich ganz wichtig, aus dem Chiemgau, der Chiemgauer, eine Regionalwährung. Ich halte die Kaufkraft vor Ort. Das stärkt auch meine Region. Das ist auch eine Form der Kooperation. Oder Talentetauschkreise. Lauter solche Dinge werden in Zukunft ganz wesentlich sein. Wir brauchen Alternativen zu unserem Geldsystem, das momentan am Crashen ist. Ich meine, braucht es nur schauen, wir haben einen schwarzen Montag gehabt, wir haben einen schwarzen Donnerstag gehabt, zwischendurch haben wir mal einen schwarzen Dienstag gehabt. Und irgendwann ist einmal die ganze Woche schwarz. Und naja, was tun wir dann? Das ist einfach, es ist die Sache, da müssen wir neue Wege finden. Wie kommen wir zu unseren Lebensmitteln? Beziehungsweise wie verteilen wir unsere Überschüsse? Gibt es schon viele Ideen, die was da sind? Nur müssen wir sie damit auseinandersetzen. Ja, Permakultur bietet Lösungen. Also wir sind nicht problemorientiert, sondern Permakultur ist lösungsorientiert. Das ist ganz wesentlich. Lösungen für das Ende des fossilen Zeitalters. Erdöl ist am Ausgehen. Was denn sagt da herinnen, wenn was der Peak Oil ist? Ist das ein Begriff da herinnen? Sagt es mal auf, Peak Oil, wem sagt das was? Bitte ritt sich ein wenig. Okay, sagt schon einige Leute was. Der Peak ist der Gipfel sozusagen, der Gipfel der Erdölproduktion. Das heißt, es ist noch nie mehr Erdöl gefördert worden als wie jetzt. Aber das heißt nicht, dass es so weitergeht. Wir sind an dem Punkt jetzt angekommen, wo nicht mehr gefördert werden kann. Das heißt nicht, dass es morgen aus ist. Das heißt nicht, dass es in 2 Jahren aus ist. Das heißt auch nicht einmal, dass es in 10 Jahren aus ist. Aber ab jetzt geht es bergab und es wird immer schneller weniger. Und wir müssen immer mehr Energie reinstecken, um Energie rauszuholen. Und irgendwann werden wir an dem Punkt angelangt sein, wo mehr reingesteckt wird, als rausgeholt wird. Und momentan schaut es in der Ernährung so aus, in unserer Ernährung. Durchschnittlich brauchen wir 10 Teile Energie, um 1 Teil Energie zu produzieren. Und das geht nur alles, weil wir billige fossile Energie zur Verfügung haben.
Nur diese billige fossile Energie ist am Ausgehen. Und da müssen wir schauen, eben, wie können wir da dagegen steuern. Weitere Sache ist natürlich, was aus unserem Konsum resultiert, die Klimaveränderungen. Da brauche ich nicht näher darauf eingehen. Wir spüren es teilweise selbst im eigenen Leib. Und natürlich auch soziale Gerechtigkeit wäre auch ein Thema. Warum soll es uns besser gehen? Wo ist wie Leid auf anderen Kontinenten? Warum sollen wir auf Kosten kommender Generationen leben? Das ist die Frage natürlich. Und da schauen wir, dass wir Lösungen finden. Die Permakultur versteht sich als ein Gestaltungselement, als ein Konzept zur Schaffung nachhaltiger Lebensräume. Also jetzt sitzen wir mit einem Zettel hin und überlegen wir, was könnte ich tun. Natürlich ganz wichtig ist einmal, dass ich mich einmal selbst absichere, dass ich mal schaue, dass ich mal im Balken aus meinem eigenen Auge auszuziehe, bevor ich in Skifahren bei einem anderen auszuziehe. Das ist einmal so die wesentliche Sache, dass ich mal vor meiner eigenen Tierkehr. Ja, die Permakultur selbst hat als Gestaltungselement hat auch eine Ethik hinter sich stehen. Und das sind drei Punkte. Die Ethik der Permakultur. Das ist einmal der erste Punkt, ist die Sorge um die Erde. Aber Sorge um die Erde nicht, weil uns die Erde braucht, denn die Erde braucht uns nicht. Wir brauchen die Erde. Es ist unsere Lebensgrundlage. Und aus rein opportunistischen Gründen, weil ja wir wollen, dass unsere Spezies überlebt hier, müssen wir es eigentlich sauber halten. Wir sind die Generation, die zum Zahnrahmen anfangen muss. Den müssen wir uns bewusst werden, sodass dieser eine Planet, den wir zur Verfügung haben, für uns, Spezies Mensch, lebenswert bleibt. Jetzt schaut es alle so ernst. Da kenne ich einen schönen Witz. Das sind Pfadwirterinnen. Trifft der Mars die Erden. Was kennt ihn schon wieder? Du kennst ihn, die haben schon mal zurück. Gell? Trifft der Mars die Erden und sagt der Mars zu Erden, Ma, wie schaust denn du aus? Sagt die Erde, ja, ich habe Homo sapiens, sagt der Mars. Tut da nichts an, das geht vorüber. Also, darum müssen wir schauen, dass uns nicht die Erde abschüttelt. Da müssen wir was tun. Und darum auch Sorge um die Erde, dass unser eigenes Überleben gesichert ist. Denn da können sie nur so viele Expeditionen am Mars aufmachen. Oder am Mond oder wo auch immer. Keinen von da herinnen werden es mitnehmen. Mich nicht, euch nicht. Seid sich bewusst drüber. Und in die Richtung braucht man kein Geld verpulvern, glaube ich. In der Sorge um die Erde geht es auch um die Erhaltung der Artenvielfalt. So können wir einfach auf Gentechnik verzichten. Wir brauchen keine Gentechnik. Braucht man nicht. Unnütz. Und lass dich nicht einreden, dass Gentechnik eh schon immer gemacht worden ist. Dass Gentechnik das gleiche ist wie Selektion. Das ist alles ein Blödsinn. Das stimmt nicht. Gentechnik ist ein bewusster Eingriff in die Struktur, in die Zellstruktur. Und das hat man nicht vor 2000 Jahren oder vor 10.000 Jahren machen können. Da sind Sachen selektiert worden. Durch Auswahl hat man es gemacht. Und das darf man aber nicht verwechseln. Selektion mit Gentechnik. Das Gentechnik wird verharmlost, bitte. Sorge um die Erde umfasst den Wiederaufbau und die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Unsere Böden, unsere mitteleuropäischen Böden gelten nach dem Humusgehalt her als Wüstenböden vom Humusgehalt, wenn man sich das anschaut. Wir sind unter 5% Humus. Das sind Wüsten. Es geht nur, dass man da noch was produziert drauf, eben durch Kunstdünger, durch Industriedünger. Und wie kriegen wir den Industriedünger? Den kriegen wir wieder durch Erdöl. Dann braucht man die Energie für die Produktion. Der nächste Punkt, noch Sorge um die Erde, ist Sorge um die Menschen. Denn dann können wir sich auch um die Menschen kümmern. In der Sorge um die Menschen geht es um die Bereitstellung von Lebensmitteln. Also auch betont auf Lebensmittel, nicht nur Nahrung, sondern es sollen die Mittel zum Leben sein. Es soll ein bisschen mehr sein, als wie nur, dass wir am Tropf hängen. Dann geht es in der Sorge um die Menschen um Bereitstellung von Unterkunft. Jeder soll die Möglichkeit haben auf Unterkunft und auch Bildung. Bildung ist ganz wichtig. Bildung ist einfach für unsere Entwicklung wichtig. Und dass man einfach auch
Ideen auszutragen, neue Ideen. Also ich habe zwar jetzt da ein afrikanisches Foto, aber von denen können wir genauso viel lernen, wie sie von uns. Also ich bin auch immer wieder in Tansania, war auch schon im Sudan unten, aber ich kann nicht nur eins sagen, von denen können wir genauso viel lernen, wie sie von uns. Also braucht man nicht glauben, dass wir da die großen Entwicklungsbringer sind, sondern wenn mich wer fragt, was tust du denn da unten, dann sage ich immer, ich mache Entwicklungsverhinderung. Das ist das Beste, was du machen kannst da unten. Weil wir müssen schauen, dass wir die Afrikaner von unseren europäischen Problemen befreien. Das ist einfach die Sache. Wir exportieren unsere Probleme in die Länder oben. Wenn wir das nicht taten, dann gehen es denen viel besser. Nur ein kleiner Ausflug nach Tansania. Ich werde morgen noch einen Vortrag halten über Tansania, über die Waldgärten der Chagas. In Tansania war der Entwicklungsstand bis zur Kolonialisierung durch Deutschland damals entsprechend wie in Europa, bitte. Das müssen wir sich vor Augen halten. Und die haben aber kein Geldwesen gehabt und kein Steuerwesen und keine einheitliche Herrschaftsstruktur. Und denen ist genauso gut gegangen wie uns Europäern damals. Also hält sich das vor Augen. Und dann hat man gesagt, okay, die sind ja unterentwickelt, die muss man kolonialisieren. Und so hat man eigentlich dort die Länder ja, abhängig gemacht, zerstört, ihnen die Ressourcen geraubt. Sorge um die Menschen beinhaltet auch rechtschaffende Arbeit. Arbeit dort, wo es einen Sinn macht. Also nicht missionieren, nicht an eine verschlossene Tür klopfen, sondern wenn man sagt, hey, du, ich brauche dich, kannst mir nicht helfen, dann hilft man, aber nicht irgendwann nachrennen, hey, darf ich dir nicht helfen, das bringt nichts. Also nicht missionieren, sondern arbeiten, was einen Sinn macht, sinnvolle Arbeit. Und natürlich auch Sachen hinterfragen. Es muss passen. Also wenn es nicht passt, wenn man denkt, okay, die Sache, was ich da jetzt mache, die macht wirklich keinen Sinn, dann soll man es auch nicht machen. Servus Thomas. Ja, dann soll man sie machen, die Arbeit. Das ist ganz wesentlich. Und Sorge um die Menschen beinhaltet auch noch nicht das immer dahin lamentieren. Uns geht es eh alle so schlecht und es ändert sich eh nichts. Also wir sind ja lösungsorientiert. Wir schauen, dass wir Lösungen finden, nicht nur die Probleme aufzeigen. Und dann ist ganz wichtig, dass man einmal feiert. Miteinander feiern, das ist ganz wichtig, dass man Erfolge feiert. Und dann als dritter Punkt der Ethik der Permakultur kommt das gerechte Teilen und das Selbsteinschränken. Das Begrenzen seines eigenen Wachstums und auch die Erkenntnis, dass unser Wirtschaftswachstum nicht irgendwo hingeht. Auch die Wirtschaft kann nicht endlos wachsen und dem müssen wir sich auch bewusst werden. Es geht kein Wirtschaftswachstum von jährlich 2%. Das geht einfach nicht, weil irgendwann stehen wir an der Decke an. Und wenn wir uns das am Beispiel eines Waldes anschauen, irgendwann ist ein Baum ausgewachsen und er hat seinen Klimax erreicht, so bezeichnet man das. Das heißt, er legt nicht mehr an Energie zu, sondern er erfüllt nur noch seine Tätigkeit. Natürlich, er macht den Stoffkreislauf, er pumpt Wasser in den, verdunstet Wasser, er produziert Sauerstoff. Die Funktionen erfüllt er sowohl noch. Jedoch, er kann keine Energie mehr zulegen. Und dann geht es eigentlich der Förster her und nimmt den Baum aus dem Wald raus und schaut, dass wieder junge Bäume aufkommen können, die wieder Energie produzieren. Und wenn man das auf die Wirtschaft umlegt, haben wir eben alle 70, 80 Jahre an Krieg gebraucht, damit wir wieder aufbauen können haben. Nur wir wollen ja keinen Krieg mehr. So weit darf es nicht mehr kommen. Will keiner von uns da herinnen. Neben der Ethik gibt es in der Permakultur noch Gestaltungsprinzipien. Wie können wir nachhaltige Lebensräume gestalten? Ich habe euch jetzt nicht alle aufgezählt, da gibt es einige davon, aber so mal ein paar ganz wesentliche habe ich euch da jetzt aufgezählt. Beobachten und handeln ist einmal ganz wichtig. Über längere Zeiträume sich etwas anschauen, ob es jetzt der Garten ist, ob es mein Dorf ist, was auch immer. Die Prinzipien kann ich auf alles übertragen, auf meine Regionalökonomie, auf meine Geldwirtschaft, wie auch immer ich arbeiten will, ob ich mit Tauschkreisarbeit oder mit Regionalwährungen. Die Prinzipien kann ich auf alles übertragen und die Prinzipien gelten weltweit, bitte. Das ist nicht nur was, was bei uns gilt, sondern das kann ich überall machen. Beobachten und handeln. Irgendwas auf längere Zeiträume beobachten und dann zur Tätigkeit übergehen. Und da ein weiteres Prinzip ist, einfache und langsame Lösungen finden.
Also bei uns sagt man nichts über Habs machen. Das ist ganz wichtig. Also nicht holen, nicht zu schnell arbeiten, sondern alles mit Bedacht. Und da gibt es noch eine ganze Reihe an Gestaltungsprinzipien. Und die Idee wäre jetzt, dass man Ethik und Gestaltungsprinzipien auf alle diese Bereiche übertragt. Angefangen eben von Land, Natur, Verwaltung, bebaute Umgebung, Werkzeuge, Technologie, Kultur und Bildung, Gesundheit, Wohlfahrt, Finanzierung, Wirtschaft und dann natürlich auch Machtstrukturen, Grundbesitz. Also auf diese Dinge könnte man die einfachsten Prinzipien übertragen und schauen, dass man nach denen arbeitet. Und dann natürlich gibt es noch ein paar verschiedene Methoden, die man auch anwendet in der Permakultur. Das ist auch wieder ganz interessant. Jedes Element erfüllt mehrere Funktionen. Und da eben am Beispiel des Baumes. Ein Baum an sich liefert uns Lebensmittel. Er kann aber auch Tierfutter produzieren oder auch Medizin. Ein Baum kann Edelholz liefern, er kann Brennholz liefern und auch Bauholz liefern. Und dann sind auch oft Sachen, die was man nicht gleich sehen auf Anhieb. Er kann Windschutz sein, er kann Sonnenschutz sein und er kann auch Lebensraum für eine Vielfalt an kleinen Lebewesen sein, die mir wieder in mein System reinwirken und mir mein System regulieren. Also alles kann multifunktional sein. Jedes Element soll mehrere Funktionen erfüllen. Und da schaut man immer in der Permakultur speziell, dass man schaut, dass man sagt, okay, jedes Element sollte mindestens drei Funktionen erfüllen. Und so als Gegenstück haben wir jetzt, jeder Bedarf wird durch mehrere Elemente abgedeckt. Jedes Bedürfnis, jedes Grundbedürfnis, das ich habe, schaue ich, dass ich wieder auf mehreren Wegen rückversichere. Unser grundlegendes Grundbedürfnis ist einmal das Wasser. Unser kostbarstes Gut ist Wasser. Wir degenerieren das Wasser in den verschiedensten Formen als Transportmittel für unsere Nährstoffe, spülen unsere Nährstoffe weg ins Schwarze Meer rein. Doch ist Wasser eigentlich das kostbarste Gut? Wasser muss für alle zur Verfügung stehen. Und da schauen wir, wie können wir sie da rückversichern auf verschiedenen Wegen. Jeder hat wahrscheinlich eine Ortswasserleitung, aber Ortswasserleitung alleine ist zu wenig. Natürlich ganz wichtig, dass man zum Beispiel Regenwasser nutzt, dass man vielleicht sogar einen Brunnen noch zusätzlich hat oder auch, dass man einen Bach oder einen Fluss in der Nähe hat, den man zur Not auch nutzen kann. Und dieses Prinzip kann man dann über alles, auf alles übertragen. Das nächste wäre dann zum Beispiel Lebensmittel. Wie kann ich mich mit meiner Lebensmittelversorgung rückversichern? Einerseits, ich kann Lebensmittel aus meinem Hausgarten haben und dann noch weitere Schritte aus einem Gemeinschaftsgarten oder auch aus, ja, aus einem CSA-System raus. Ja, und dann weitere Sache ist, eine weitere Methode in der Permakultur ist, dass man auch viel nach Mustern der Natur arbeitet. Unser ganzes Leben ist eigentlich nach Mustern der Natur bestimmt. Unser Organismus ist auf 7 Tage ausgelegt. Wenn wir drüber rausgehen, dann haut es uns unseren Organismus zusammen. Das haben die Franzosen haben das mal versucht. Zur Zeit der Aufklärung wollte man die 10-Tage-Woche einführen. Es hat nicht funktioniert. Wir sind auf 7 Tage ausgelegt. Also planen nach Muster der Natur. Und auch noch kurz zur Landnutzung. Die Landnutzung in der Permakultur ist grundsätzlich auf kleinen Flächen intensiv und auf großen Flächen extensiv. Und wenn man sich jetzt die Permakultur anschaut, so am Beispiel einer Zwiebel, und entblättert und schaut, was bleibt dann innen drinnen über, so geht es um Energiegewinn. Wir wollen versuchen, mehr Energie zu produzieren, als wir reinstecken. Das ist eigentlich das Wesentliche. Frühere Kulturen haben mit einem Teil Energie 10 Teile Energie produziert. Doch jetzt sind wir eben dort, dass wir 10 Teile Energie brauchen, um einen Teil Energie zu produzieren. Und von dem müssen wir einfach wieder wegkommen. Wir müssen das wieder umkehren. Natürlich kommen dann immer Fragen, können wir mit Biolandbau, können wir mit Permakultur, können wir mit was auch immer die Welt ernähren? Da haben viele Leute Angst, dass wir das nicht können. Aber ich sage euch eins.
Ja, wir können es, bitte, wir können es. Denn das geht ganz einfach, wir brauchen sie nur anschauen, wo liegt unser Flächenverbrauch. Das sind bitte sogar Zahlen von der TU München, gell? Die habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, sondern das sind von der TU München die Zahlen. 29% unseres Agrarflächenverbrauchs, also aus der Fläche für die Lebensmittelproduktion, braucht man für Fleisch, 17% für Milch, 24% für Öle und Fette, 11% für Getränke, 5%, bitte, nur 5% für Kartoffeln, Gemüse und Obst und weitere 5% für Brot. Und wenn man Ideen aus der Permakultur hernimmt, dann kommt man sich eigentlich, kommt man gut gesagt, ich denke mal, wir konnten vielleicht sogar auf 10% der Fläche runterkommen, was wir jetzt an Agrarfläche brauchen. Und die restliche Fläche könnten wir eigentlich der Natur wieder zurückgeben. Und dann hätten wir viel weniger Probleme. Dann daran viel Umweltkatastrophen wegfallen. Da habe ich noch eine Zahl aus dem World Food Report. World Food Report aus dem Jahr 2009 hat festgestellt, dass 50% aller Lebensmittel weltweit von Landwirtschaften unter 2 Hektar produziert werden. 50% aller Lebensmittel von Landwirtschaften unter 2 Hektar. Bitte halt sich das vor Augen. Die Stadt Moskau ist zu 78% Selbstversorger von der Fläche, von der Stadtfläche Moskau. Es geschieht alles in irgendwelche Hinterhöfe, wo Lebensmittel angebaut werden. Also das sind nicht die großen Kolchosen, die was hunderte Hektar umfassen, vor denen unsere Landwirte alle zittern. Die produzieren in Wahrheit nichts. Und der Weg aus der Sackgasse ist eigentlich ein ganz einfacher. Alles Nötige, alles Unnötige vermeiden, alles Nötige verringern, alles Mögliche reparieren. Da sind wir auch wieder bei der Technologie. Wir müssen schauen, menschenfreundliche Technologie und Technologie, die wir reparieren können wieder. Und alles Mögliche wiederverwenden. Also weg von der Wegwerfgesellschaft. Und der Ausweg ist eigentlich das Rezyklieren. Das ist das Letzte am Schluss dann. Das Recycling. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch einen Teil. Die Zonenplanung der Permakultur, wie wir die auf die Stadt übertragen könnten oder auch auf das Dorf, wie auch immer man das sehen will, vom Größenverhältnis her. Zone 1, das ist einmal unser Haus, unsere Wohnung, wo wir leben. Muss kein Haus sein, muss nicht so ausschauen, also wie auch immer wir leben wollen. Was können wir da machen? Die einfachste Sache ist, wir können unsere Kräuter, können wir selbst haben, in Töpfen, in Kisten drinnen, vor der Haustür auf einer kleinen Kräuterspirale, wo auch immer. Braucht nicht viel Fläche, geht am Balkon, geht am Fensterbrett, geht in der Küche irgendwo. Das ist schon mal ein kleiner Beitrag. Also jeder kleine Beitrag ist wichtig. Denn alles, was ich selbst produziere, muss nicht transportiert werden, muss nicht gewaschen werden, muss nicht verpackt werden. Da fällt einfach so viel weg. Ein riesiger Rattenschwanz fällt weg. Und alles, was ich selbst produziere, muss ich auch nicht mit Geld kaufen. Alles, was ich nicht mit Geld kaufen muss, muss ich nicht erwirtschaften in der Wirtschaft. Und so bleibt mir eigentlich mehr Zeit für andere Sachen. Weil viele Leute sagen, ich habe keine Zeit für sowas. Naja, dann muss man schauen, dass man halt runterkommt, dass man Zeit wieder findet. Und dann bleibt einfach Zeit auch für Soziales, für den Freund, für kulturelle Betätigung, was auch immer. Wenn man natürlich ein bisschen mehr Fläche hat, dann kann man sich vielleicht sogar einen kleinen Gemüsegarten anlegen. Eben vielleicht mit einer zeitlichen Staffelung von Frühling, Sommer auf Herbst, Winter dann. Es geht auf kleinen Flächen. Oder man lässt sich verschiedene Sachen einfallen, wie so einfache Beispiele von vertikalen Gärten. So mit zum Beispiel Kanistern für destilliertes Wasser, so eine Salatampel. Da gießt man einfach von oben rein und dann rinnt das Wasser
im Seil entlang nach unten und wird bis unten halt gewässert. Oder ein Salatbaum in einem Kanalrohr drinnen, so ein Löcher reinbohrt. Da kann man zum Beispiel auf der Fläche von 4 Salatköpfen, kann man in dem Fall 38 Salatköpfe kann man da ziehen. Ich habe selber bei mir sowas am Balkon stehen, aber ich habe da nicht nur eben Salatköpfe drinnen, sondern da sind Erdbeeren drinnen, da sind Kohlrabi drinnen, also alles mögliche Zeug drinnen, alles außer Wurzelgemüse. Kann man mal grundlegend sagen, kann man da drauf ansetzen. Dann gibt es natürlich auch noch für Kartoffeln gibt's auch noch verschiedene Möglichkeiten, wie kann ich auf kleiner Fläche mehr Kartoffeln produzieren. Und dann vergisst man immer wieder die Vertikale. Vertikale ganz wichtig, Spaliere, Apfelbäume an den Hauswänden. Das war einmal was Grundlegendes. Jeder Hausgarten hat irgendwo einen Spalierbaum gehabt an der Wand, an der Fassade. Oder auch Rankhilfen für Wein, für Kiwi, für Schisandra. Es gibt verschiedenste Rankpflanzen, die auch bei uns gut gedeihen. Und es wird eh immer wärmer, dann können wir immer exotischere Früchte ansetzen. Dann natürlich verschiedene Kleintiere, wäre natürlich auch möglich. Früher war es gang und gäbe, dass sich jeder ein paar Hasen gefüttert hat zu Hause. Bis zur Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert hat man auch in unseren Breiten Meerschweinchen verzehrt. Ja, Hühner natürlich kein Problem, Bienen. Gibt es auf der Volksoper in Wien, bitte, haben wir Bienen. Es gibt in München herinnen, gibt es auch Bienen, die was direkt im Stadtgebiet gehalten werden. Und Tauben ist sowieso kein Problem. Kann man natürlich alles verzehren. Konservierungsmöglichkeiten müssen wir sich auch wieder große Vielfalt einfach überlegen. Angefangen vom Trocknen bis hin zum Einlegen, Einsalzen bis hin zu Erdmieten. Verschiedenste Möglichkeiten. Es geht im Kleinen oder auch in Gemeinschaftsgärten. Und ich kann auch selbst in meinem Garten oder an meiner Terrassenwand kann ich mir Biotope schaffen. Ich kann ein kleines Insektenhotel bauen und so den Wildbienen auch in der Stadt eine Möglichkeit geben zu nisten. Die Zone 2, das wäre noch der Zone 1, dann der öffentliche Bereich. Es ist ja, die Straßen, mein Dorf, öffentliche Plätze. Da haben wir einen Parkplatzgarten, den hat der Sepp Brunner entwickelt. Das ist ein Osttiroler, auch ein Österreicher. Der hat sich Gedanken darüber gemacht. Jede Wohnung hat einen Parkplatz dabei. Nur irgendwann werden wir kein Geld mehr für die Autos haben. Dann haben wir eine Wohnung mit einem leeren Parkplatz. Na, was tun wir dann mit dem leeren Parkplatz? Dann machen wir eben einen Parkplatzgarten. Da rollt man einfach ein Vlies über den Asphalt aus und dann stellt man so eine große Holzkiste auf. Dann kann man hier dann drinnen bepflanzen. Er hat da auch ein kleines Biotop reingemacht. Und dann berankt ist dann alles rundherum und Salatköpfe in den Töpfen drinnen. Also ein Parkplatzgarten. Dann natürlich Guerilla Gardening ist auch so ein Schlagwort, dass man sich einfach Flächen aneignet. Das ist, da grinsen die jungen Leute jetzt herinnen, denn die jungen Leute, die kennen das. Wird eben viel verbreitet, gerade in den Städten einfach. Wien, München wahrscheinlich, tut sich auch viel in die Richtung, dass man einfach Grünstreifen verwendet, um Lebensmittel anzubauen. Teil ist halt nur, wenn es halt Sonnenblumen aussieht. Aber natürlich ist halt immer die Sache, dass man auch im Bedacht darauf hat, dass es etwas Permanentes sein sollte. Und da zum Beispiel in dem Fall ist das Bachufer genützt. Ist natürlich auch wieder interessant von der Nutzung her. Ich habe die Reflexion vom Sonnenlicht vom Wasser hin auf das Beet und die Rückstrahlung von der Wand. Und wenn ich das jetzt gießen will, das Ganze, dann muss ich nur mit der Gießkanne runtergehen zum Bach. Also es geht alles sehr einfach und das ist eine einfache, langsame Lösung, bitte, sowas. Hinterhofgärten auch ganz wichtig, sodass man schaut, wenn ich nicht meine eigene Fläche habe, wie kann ich mich in meiner Nähe mit Lebensmitteln versorgen. Ja, da haben wir ein Beispiel, zum Beispiel auch in der Schule ist wieder wichtig, dass man in den Schulen solche Sachen einführt. Das haben wir bei uns beim Biobauern gemacht, einen Mandala-Garten angelegt, weil diese Biobäuerin, die macht immer Schule am Bauernhof. Zu der kommen Schulklassen und die gärtnern eben bei ihr. Und da haben wir in einem Workshop eben so einen Garten angelegt. Da sieht man, das Braune sind dann die Beete, da haben wir Weidentippis dazwischen, in der Mitte drinnen Kräuterspirale.
Und da das, was man da sieht, das sind die Wege. Kann man dann von hier, kann man dann bis zur Mitte greifen vom Beet und von der anderen Seite auch bis zur Mitte wieder. Das ist ein Mandala-Garten. Kann ja auch durchaus schön sein. Also man sagt ja grundsätzlich, in der Permakultur ist es wichtig, Funktionalität geht vor Ästhetik. Aber es schließt ja das andere auch nicht aus. Dann natürlich auch im öffentlichen Raum ist auch wichtig, dass man sich die Beetform überlegt. Natürlich ideal ist ein Hochbeet. Weil im öffentlichen Raum kann es sein, dass Hunde unterwegs sind und ich mag nicht, wenn man einen Hund auf meine Kräuter drauf pisst oder dass er mal auf meinen Salatkopf drauf pisst. Und ich kenne das von meinen Eltern daheim, da kommen oft ab und zu Leute anschauen und dann kommen sie mit dem Hund daher und die Hunde pissen da alles an. Und das Zeug kannst du dann nicht mehr essen. Das ist einfach die Sache. Und darum müssen wir uns auch überlegen, müssen wir den Tee. Das ist die Sache. Und natürlich auch vor Fußbällen ist dann das auch geschützt. Ein Hochbeet ist, ja, da fliegen dann nicht die Krautköpfe herum statt den Fußbällen, sondern die bleiben halt dann stehen, die Krautköpfe auf den Beeten. Also Hochbeet, ideale Sache. Dann natürlich City Farms, wäre auch wieder eine klasse Geschichte, dass man den Kindern einfach nahe bringt, wo kommt das Fleisch her, wo kommt die Milch her. Gibt es eh in Deutschland verschiedene Beispiele. Und dann natürlich wäre auch ganz wichtig, im öffentlichen Raum alle Randzonen eingesäumt von Bärenhecken, sodass man, dass man sie durch die Umgebung durchnaschen kann, sozusagen. Also, dass man immer am Wegesrand etwas zum Essen findet. Ganz wesentlich. Essbare Pflanzen an den Wegesrändern. Und eben nicht nur essbare Sträucher, sondern auch wieder essbare Bäume. Seit gut 10, 15 Jahren ist man dabei, dass man aus den Städten alle Pflanzen rausnimmt, die Fruchten, alle Kirschenbäume wurden aus den Städten verbannt, weil die Autos können ja schmutzig werden. Aber ich denke mal, schnell langsam kriegen wir ganz ein ganz anderes Problem. Nicht, dass unsere Autos schmutzig werden, sondern wo kriegen wir unsere Lebensmittel her? Und da müssen wir einfach wieder schauen, dass wir diese öffentlichen Räume wieder mit Lebensmitteln zurückerobern. Das ist ganz wichtig. Die Zone 3, das wäre dann noch dem öffentlichen Raum, wären das dann kleinstrukturierte Flächen, kleinstrukturierte Landwirtschaften, die mir dann die Dinge produzieren, die ich selbst nicht produziere. Es wären dann Flächen, wo man eben zum Beispiel dann CSA macht, eben das Community Supported Agriculture, oder wie ich schon gesagt habe, auf Deutsch GELA, gemeinsam landwirtschaften, dass einfach der Landwirt schon am Jahresbeginn Geld zur Verfügung hat, um durch das Jahr zu wirtschaften. Und dass man gibt es verschiedenste Formen. Waldgartensysteme wären auch interessant in der Gegend. Waldgarten ist einfach eine Sache, was sehr viel Potenzial hat, wo man auf verschiedenen Ebenen Lebensmittel produziert. Ich werde morgen 11.30 Uhr oder so, werde ich einen Vortrag über das Thema Waldgarten halten. Und da seht ihr dann nur ein paar Bilder mehr dazu. Aber so schaut eben der Waldgarten bei meinem Vater aus in Wels, Oberösterreich. Da haben wir unten die Krautschicht, also eigentlich drinnen die Knollenschicht, wie die Topinambur. Da hat die Vanessa durch mitgenommen. Also Knollenschicht unten drin, dann die Krautschicht, dann verschiedene hohe Strauchschichten und dann Baumschichten. Und über das Ganze ranken dann noch Gewächse drüber. Das ist so ein Waldgartenprinzip. Und dann natürlich geht es auch darum, dass man in der Zone 3 dann die Dinge braucht, die Dinge produziert, die wir in größeren Mengen brauchen. Eben zum Beispiel Getreide oder Kartoffeln oder Kraut, solche Dinge. Auch für Getreide gibt es Konzepte wie zum Beispiel Agroforstsysteme. Da ist der Josef Braun in Freising, ist da gerade dran seit, glaube ich, 3 Jahren oder 4 Jahren, dass er so einen Agroforst angelegt hat. Ist in England und in Frankreich schon mehr bekannt, die Sache. Es geht eben darum wieder, dass man einfach wieder die kleinen Strukturen schafft. Dass man zum Beispiel ein Getreidefeld 2 metrischer Breiten breit macht und dazwischen eine Baumreihe hat. Entweder man hat eine Fruchtreihe drinnen oder man hat zum Beispiel Pappeln oder Erlen oder dass man zum Beispiel auch mit der Pseudo-Akazie arbeitet, mit der Robinie, mit Stickstoffsammlern, mit Luftstickstoffsammlern. Gibt es verschiedene Varianten drüber.
Ja, und dann die Zone 3, das wäre auch dann die Zone für die Milchproduktion. Man ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man sie auch vielleicht wieder im Nahbereich, wenn man die Grundfläche hat selbst, dass man sie auch vielleicht wieder Ziegen hält zur Milchproduktion. Da haben wir früher immer gesagt, die Ziege ist die Kuh des Häuselbauers oder des Hausmannes. Und dort werden auch dann, also in der Zone 3, werden auch dann extensive Weidetiere angesiedelt. Und es ist auch immer wichtig, immer solche Zonen dann einzufassen durch Naturhecken. Kleinräumige Strukturen schaffen, Mikroklima verbessern. Windschutz, Sonnenfallen, solche Dinge. Die Zone 4 wäre dann die Zone für Energieproduktion, Energieholz, Bauholz, solche Dinge. Und Wildfrüchte, wie Fische, Muscheln, Krebse, Pilze, alles mögliche, Weintrauben, Heilbeeren, Bienen, Nüsse. Und natürlich auch die Zone 4 wieder mit Hecken eingefasst. Und die Zone 5, das wäre dann die Zone, die eigentlich meistens mit der Permakultur verwechselt wird. Das ist die Wildniszone. Also Permakultur geht es darum, um bewirtschaftete Ökosysteme zu schaffen und nicht eine Wildnis zu schaffen, sondern eben die Zone 5 ist dann diese Zone, die ich bewusst verwildern lasse, wo ich nicht mehr eingreife. Diese Zone dient mir zur Beobachtung. Zur Beobachtung der Natur, um aus der Natur zu lernen. Und die Zone 6, das wäre die Zone, die ich bis auf Widerruf nutzen kann. Das ist auch eine öffentliche Zone oder Zone, die jemandem gehört, aber nicht mir gehört. Zum Beispiel Treibholz kann ich nutzen oder Holz, das ich im Wald zusammen glaube. Natürlich in Zone 6 können meine Tauben rausfliegen und auch dort Futter sammeln. Ich kann in der Zone 6 kann ich Pilze sammeln, ich kann Beeren sammeln. Ich bekomme vielleicht Fallobst von jemandem geschenkt, das ich verwenden kann. Und ich kann auch Bienen halten auf meinem Dach und die Bienen fliegen dann in die Zone 6 raus und sammeln dort den Nektar. Also meine Zone 6 kann eigentlich auch die größte Zone sein. Es kann auch, die Zone 6 kann auch genauso der Container hinter einem Supermarkt sein, den ich zum Dumpstern verwende. Also das ist auch eine Zone 6. Alles, was mir nicht gehört, was ich aber bis auf Widerruf nutzen kann. Das ist so die Sache. Ja, da steht nun meine E-Mail-Adresse. Ich bedanke mich jetzt mal für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe einmal im Monat einen Newsletter raus, der geht nächste Woche wieder raus. Da schicke ich immer Termine aus. Ich werde auch nächstes Jahr wieder einen Permakultur-Design-Kurs abhalten in Oberösterreich, im Naturhof Bramtal, wenn es interessiert. Das ist eine Ökodorfgemeinschaft, die gerade im Aufbau ist. Ich habe heuer im Chiemgau einen Permakultur-Design-Kurs gehalten und in Wels. Aber nächstes Jahr werde ich eben anhalten, wieder in Oberösterreich, eben in meiner Heimat. Findet statt vom 8. Juli bis 21. Juli, zwei Wochen durchgehend. Und einen weiteren Kurs durchs Jahr verteilt halte ich in Kärnten. Die Deutschen kennen eh Kärnten als Urlaubsland, also dort werden wir einen Permakulturkurs halten in Modulen. Wenn es interessiert, tragt sich bitte in meine Verteilerliste ein, dann erfahrt ihr auch in nächster Zeit die genauen Details drüber. Ja, für was stehe ich nun zur Verfügung? Einerseits Permakultur-Design-Kurse. Ich sage immer, ich bin ein Söldner, jeder, der mich haben will, für den arbeite ich. Ich halte Impulsvorträge, so wie da heute. Ich mache Projektbegleitungen. Ich habe zuerst gerade beim Projekt vorbeigeschaut. Die Vanessa wollte eigentlich eher nur ein bisschen was sagen zu ihrem Projekt. Dann natürlich stehe ich auch für Exkursionen in Oberösterreich zur Verfügung, wer sich gezielt was anschauen will. Ich kann auch gerne einfach nur den Kontakt hergeben für die Exkursion oder ich begleite auch die Exkursion. Und wir haben ein Projekt laufen in Tansania. Das haben wir jetzt dann wieder unten vom 27. November bis 18. Dezember. Da machen wir ein Training mit Kleinbauern am Kilimanjaro. Da ist der Dr. Feleschi, dieser Afrikaner,
ist er Experte für afrikanische Heilkräuter und der macht da einen Workshop und wir sind halt einfach dabei, weil wir die Sache finanzieren dort. Und ja, da bin ich auch noch ein wenig am Spenden sammeln, also wer glaubt, er würde was spenden, der ist natürlich herzlich willkommen, könnt es gerne überweisen oder ja, wie immer das. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Gibt es eine Frage? Irgendwer? Sonst, ich stehe ja nachher gern zur Verfügung, also ich bin auch angreifbar, ihr könnt nachher herkommen und könnt reden mit mir, also ich bin nicht dahin, ich bin nicht auf der Flucht, also dann kommt es einfach zu mir. Passt, danke.